Also wie war das? Gelb, blau, grün, glaube ich. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich sollte da noch etwas üben, denn dieses Spiel hier als stylisches Headset fordert das Gehirn heraus und solche Brain Games sind gerade im Trend. Aber welches macht am meisten Spaß und welches funktioniert so richtig gut? Unsere Reporter Maurice und Martin finden es heraus. Diese Spiele trainieren ihr Kurzzeitgedächtnis, lassen sie querdenken, testen ihr Reaktionsvermögen und fordern ihre Geduld und Geschicklichkeit heraus. Wir suchen The Next Brain Game. Reporter Maurice Geider trifft sich dafür mit seinem Kollegen Martin Maurice. Dunkelmann. Hallo. Komm rein, ne? Tag. Hast du Bock aufs Spiel? Ja, absolut. Weißt du, worum es geht? Nee. Die beiden wissen zwar, dass sie was spielen, aber noch nicht womit. Vor dem ersten Spiel ein kleiner Brain-Vortest. Verschränkt mal eure Arme. Gut, und jetzt verschränkt sie mal andersherum. Hä? Warte mal. Doch, ich hab's. So. Nee, der muss nach unten. Und dann. Gibt's Probleme? Worauf willst du hinaus? Für dich könnte das erste Brain Game schwer werden. Das Spiel heißt Brain Flip. Oh, da, guck mal, da sind so lustige Bälle drauf. Ist das was mit Knete? Nein, das ist das Gehirn. Bei diesem Kartenspiel ist quer- oder andersherumdenken angesagt. Es fordert das Gehirn so, als müsste man als Rechtshänder plötzlich mit links schreiben. Also gar nicht so einfach. Flip heißt auf jeden Fall schon mal, irgendwas ist umgedreht. Das Gehirn. Brainflip, Mann, das Gehirn. So. Die Spielkarten haben alle unterschiedliche Motive. 36 Karten kommen auf den Tisch. Der Spielführer sucht sich nun ein Motiv daraus aus. Die Spieler müssen nun durch Ja-Nein-Fragen erraten, welches Motiv der Spielführer ausgewählt hat. Das Verzwickte steht hier übrigens genauso. Das Verzwickte, jede Antwort ist das Gegenteil der Wahrheit. Das ist eigentlich wie, was bin ich? Weißt du, was bin ich mit dem Ding auf der Stirn? Ja. Und jetzt machen wir es aber andersrum. Ich seh jetzt hier den Maiskolben und dann frage ich, bin ich irgendwie eine Pflanze, eine Nutzpflanze? Dann würdest du sagen, nein. Dann muss ich also denken, ja, das ist eine Nutzpflanze. Ah. Sie können sogar mitmachen. Martin wählt das Motiv und Sie raten mit, welches es ist. Hab was. Kannst du sehen. 10 Fragen darf Maurice jetzt stellen. Bist du rot? Ich bin natürlich. Ja. Bist du lebendig? Ich bin, ja. Okay, also nein. Du bist nicht lebendig und du bist nicht rot. Das heißt, du kannst sein blau oder grün oder. Stehst du irgendwo fest, verwurzelt, verankert? Ja. Also ja. Nicht. Ja, ja. Mhm. Ich muss das bloß mal für mich sortieren, weil ich, wenn man ja, nein, irgendwann kommt man durcheinander und vergisst es. Aber du bist nicht lebendig, du stehst nicht irgendwie rum, sondern dich kann man bewegen. Du bist auf gar keinen Fall rot. So, das ist das, was du jetzt quasi verkehrt herum beantwortet hast. Bist du historisch bedeutsam? Also ja. Also nein. Ja. Dann bist du Skateboard. Du bist echt scheiße. Du hast es erraten. Echt? 4 Fragen, großartig. Ja, dann bist du Skateboard. Scheiße. Also ich finde das Spiel super. Das Spiel macht Spaß, auf jeden Fall, weil es tatsächlich was Neues ist für die Birne. Knapp 8 Euro kostet das Spiel. Hier die Bewertung unserer Reporter. 3 von 5 Sternen für die Gehirnbeanspruchung, dem Brain Level und nochmal 3 für den Fun Faktor. Weiter geht's mit dem nächsten Spiel. Pop it! Was? Was ist das? Klopfe, um zu starten. Bop It ist ein Reaktionsspiel mit viel Action. Bop It. Also das hier ist nur. Das Gerät hat ein Rädchen, eine Klopfscheibe und ein Mikrofon. Und dann immer den Befehlen folgen, aber schnell. Rollen. Ey, du musst ja total schnell sein. Aber das Schnellsein, das ist der Brain-Teil an der ganzen Geschichte. Richtig, denn das Gehirn muss die akustischen Befehle verarbeiten und dann schnellstmöglich den Körper die richtige Bewegung ausführen lassen. Der Clou? Damit die Aufgaben nicht langweilig werden, kann der Spieler neue Befehle und Bewegungen einprogrammieren. Rudern. Drücke jetzt und führe den Move aus. Drücke und mach den Soundeffekt. Yippie, schön. Du hast einen neuen Move kreiert.
Ein eingebauter Sensor speichert die Bewegungen zum jeweiligen Befehl ab. Okay, und jetzt muss man sich daran erinnern, welcher Move wie, was war, wie die abliefen. Ne? Richtiges Workout. Klopfen. Tennis. Boah. Schuhe zu, Mann. Was? Du bist raus. Ich kann nichts dafür. Also, doch, du kannst was dafür. Ich habe die Schuhe zugemacht, Mann. Wahrscheinlich muss der Move sehr genau sein. Klopfen. Wie bei so einer Choreografie, weißt du, Boyband-mäßig. Aber das Ding ist ganz schön anspruchsvoll, weil es sehr schnell diese Bewegung hintereinander einfordert, ne? Und sehr schnell beleidigt ist und sagt, dass man raus ist. Was? Du bist raus. Psst. Circa 35 Euro kostet das Gerät, das die Gehirne unserer Reporter nur mäßig beansprucht hat. Auch der Spaß blieb bei ihnen im Mittelmaß. Wird Brain Game Nummer 3 besser bei den beiden abschneiden? Tumpel. Das sind Bauklötze. Und die könnten einigen bekannt vorkommen. Es gibt ja diese Spiele, wo man so einen Turm baut und dann zieht man ja irgendwann den Stein raus. Aber wozu gibt es diesen komischen Würfel? Bei Tumpel geht's nicht ums Abbauen, sondern Aufbauen. Dabei muss sich das Gehirn voll auf ein ruhiges Händchen konzentrieren. Aber auch strategisches Denken ist gefragt. Hier kommen sie drauf, die Holzklötze. Wie genau? Das bestimmt dieser Würfel. Der Würfel sagt dir, wohin du den bauen musst. Hier, da. Die schwarze Fläche zeigt an, auf welche Seite der Klotz muss. Hier auf das schmale Ende. Und was bedeuten diese Symbole? Also hier gibt's Nupsis. Die Nupsis heißen Tumples und sind Hindernisse. Ein weißer blockiert für den Gegner nur eine kleine Stelle auf dem Stein. Ein gelber sperrt den gesamten Stein, das heißt, hier darf nichts mehr drauf. Das Coole ist, der Turm kann ja alle möglichen Formen der Welt annehmen bei diesem Spiel. Es dem Gegner schwer machen und sich selbst auf eine ruhige Hand konzentrieren. Nein. Das ist die Aufgabe bei diesem Brain Game. Verlierer ist natürlich der, bei dem der Turm einstürzt. Wie hast du den denn raufbekommen? Bei wem ist der umgefallen jetzt? Weißt du das? Bei dir, du hast gewürfelt und der Tisch hat gewackelt. Ja, aber der Videobeweis zeigt es. Martins Würfel war es. Haha, großartiges Spiel. Man muss schon ein bisschen mitdenken, Strategie und hier und so. Und ich hab verloren leider, ich find's immer noch doof. Nächstes. Oh Mann! Vorher aber noch die Brain Game Bewertung. Für die Beanspruchung des Gehirns gibt es satte 4 von 5 Sternen. Und das gleiche für den Fun-Faktor. Kann das letzte Toy diese Wertung noch toppen? Grün! Und jetzt? Was muss ich jetzt machen? Es ist grün. Hallo? Simon Optics trainiert das Kurzzeitgedächtnis. Hierbei muss das Gehirn schnelle Farbabfolgen aufnehmen und abspeichern, um sie kurz danach schnell wieder abzurufen. Im Display des Headsets erscheint zuerst eine Farbe, die dann per Handbewegung wiederholt werden muss. Die Farbabfolgen werden dann Schritt für Schritt länger. Geil! Das Spielprinzip ist nicht neu. Unter dem Namen Senso gibt es das Brain Game schon seit fast 40 Jahren. Beim Neudesign wurden die Schalter abgeschafft und durch Bewegungssensoren ersetzt, die noch ganz andere Spielvarianten ermöglichen. Geh weiter. Aber aufgepasst, das Gerät nimmt es sehr genau. Oh. Ja, okay, man muss gucken, wo man genau ist. Grün und Orange ist nah beieinander, gelb. Mach mal. Im Mehrspielermodus können sich 2 Headsets via Bluetooth miteinander verlinken. Geiles Cyberspiel, ey, es ist der Wahnsinn. Ich find's mega gut, das ist mein Favorite. Das
Das sieht so behämmert aus. Fuck! Gewonnen! Geile Brille, finde ich echt gut. Hätte ich gern privat. Also ich glaube, nach ein paar Stunden bist du total gaga. Aber bis man gaga wird, macht das richtig Spaß. Und vor allem ist das ein mega cooles Ausgeh-Gadget, Mann. Damit beim nächsten Clubbesuch. Ja. Yeah. Zu mir, zu dir. Können wir das behalten? Das will ich behalten. 40 Euro kostet ein Headset. Von unseren Reportern gibt's die volle Brain-Level-Stufe und 4 Sterne beim Fun-Faktor. Wichtig, alle getesteten Brain Games bringen was fürs Gehirn. Für Martin und Maurice ist der Sieger aber das Headset. Dim, 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 dim.